Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zum Berufscheck. Schauen, checken, ausprobieren heisst es ja bei uns normalerweise. Und heute kann der schauen und checken. Mit dem Ausprobieren wird es halt nicht so, weil heute sind wir ja bei den Berufspräsentationen und die machen wir per Livestream. Ihr wisst es, wir wären natürlich viel, viel lieber live gegangen, direkt in die Lehrbetriebe hin. Aber Corona macht uns halt auch wieder mal einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem, es wird ganz toll werden. Lasst euch überraschen mit den Livestreams und jetzt könnt ihr schauen, checken und ausprobieren ein anderes Mal. Viel Vergnügen! Ja, guten Morgen miteinander. Schön seid ihr alle da. Wir begrüßen euch ganz herzlich da im Heilpädagogischen Zentrum. Mein Name ist Stefanie Hastrich. Ich bin Ausbildungsverantwortliche und Berufsbildnerin vom Bereich Werkstätte. Es ist schön, interessieren ihr euch für den Beruf Fachperson Betreuung, Fachfrau, Fachmann und zwar in der Fachrichtung Behindertebetreuung. Wir haben euch im Vorfeld in der Schule ein kleines Willkommensgeschenk zukommen lassen. Das Herz von dem Willkommensgeschenk symbolisiert in unserem Beruf ein ganz wichtiges Symbol. Ihr seht das auch hier. Das Herz und die Begegnung, der Mensch, steht im Mittelpunkt von unserer Betreuungsaufgabe. Unsere Lernenden möchten euch heute in verschiedenen Videos zeigen, wie Beziehung zu Menschen mit Behinderung gut gelingen kann und euch so den Berufsalltag näher bringen. Bevor es jetzt wirklich startet, möchte ich euch noch kurz informieren, wie der Livestream heute bei uns aufgebaut ist. Wir werden anfangen, dass unsere Lernenden euch den Berufsweg zeigen, also wie sind sie zu der Ausbildung Fachperson Betreuung gekommen. Sie erklären euch kurz die verschiedenen Lernorte, die es im Rahmen von der Ausbildung gibt. Dann zeigen sie euch Videos aus dem Betreuungsalltag und auch hier wieder mit dem Fokus, der Mensch steht im Zentrum und im Betreuungsalltag ist es wichtig, die Menschen in ihrem Tempo, in ihre Ziele zu begleiten. Dann sagen die Lernenden kurz was zu den Voraussetzungen, was muss ich mitbringen, um den Beruf erlernen zu können. Und ihr habt ja schon Fragen vorbereitet. Anschließend hat es genügend Zeit, dass wir eure Frage dann noch beantworten können. Dann möchte ich euch jetzt die Chiara vorstellen. Sie startet und stellt ihren Berufsweg vor. Viel Spaß beim Livestream. Mein Name ist Chiara. Ich bin 24 Jahre alt und bin im ersten Lehrjahr. Ich bin zu dieser Ausbildung gekommen. Ja, ich habe das 10. Schuljahr gemacht, hatte nicht gewusst, was ich machen möchte und habe gedacht, ich gehe ins Österreich. Bin dann ins Österreich und habe dort Teilweg gemacht. Das ist die höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe. Ist dann aber auch nicht so mies gesehen und habe gedacht, ich gehe in die Handelsschule. Es hat mir dann natürlich auch nicht so gefallen, weil mir einfach etwas gefällt hat. Dann bin ich ins HPZ gekommen und habe dort 3 Jahre Praktikum gemacht in der Heilpädagogischen Schule. Bin dann danach in die Protekta gegangen, Praktikum machen und anschließend in die Servita auf Schau, habe dort Erwachsenengrundbildung nachgeholt und mache jetzt die verkürzte Ausbildung zur VB. Und jetzt übergebe ich das Wort der Anouk. Mein Name ist Anouk Stöhl, ich komme aus Eschau und bin 21 Jahre alt. Ich habe lange nicht gewusst, was ich machen will früher und habe dann angefangen mit einer KV-Schule. Ich habe gleich gemerkt, dass es mir eigentlich gerne gefällt und habe sie dann auch abgebrochen. Ich habe dann ausgeholfen bei meiner Mama im Detailhandel, aber auch es hat mir einfach nicht gefallen, weil mir das Soziale einfach gefehlt hat. Ich habe dann in vielen Bereichen geschnuppert, vor allem mit Kindern und habe ich noch gleich gemerkt, dass ich was Soziales machen will, weil es mich irgendwo erfüllt hat. Und
Ja, ich bin dann ins Altersheim gegangen und habe ein Jahr ein Praktikum gemacht. Und dort habe ich gemerkt, dass es mir mega fest gefällt mit älteren Menschen. Aber ich bin mir immer noch unsicher gewesen, und weil ich eine beeinträchtigte Cousine habe, die Autismus-Spektrum-Syndrom hat und auch im Altersheim jemand war mit einer Beeinträchtigung, habe ich mich entschieden für das HPZ und habe dort auch nochmal ein Jahr ein Praktikum gemacht. Und dann habe ich mich entschieden für die Farbelehre, weil ich gleich gewusst habe, es ist eigentlich das, was ich machen will. Ich arbeite momentan im Wohnen und ja, jetzt kommt der Dominik. Hallo miteinander, ich bin der Dominik Hartmann, komme von Schaar, bin 23 und arbeite in der Protektor zu Mura und beim ersten Ausbildungsjahr. Das war mein Weg, wie ich dazu gekommen bin. Zuerst habe ich die Grundschule absolviert, 9 Jahre lang. Dann habe ich eine erste Ausbildung als Stromer angefangen, die mir sehr gefallen hat. Die ist 3 Jahre gegangen. Aber dann habe ich gemerkt, dass etwas nicht so recht war. Der Umgang mit der Person auf der Baustelle und so war nicht so mies gewesen. Dann habe ich im HPZ eine Praktikumstelle gesehen, habe mich beworben und habe dann 2 Jahre Praktikum gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt kann ich die verkürzte Ausbildung machen, weil ich gerne mit Menschen zusammen arbeite, mit Beeinträchtigung. Und ja, so ist mein Weg dazu gekommen. Jetzt übergebe ich das Wort Fabian. Guten Morgen, ich bin Fabian Kindle, bin 24 Jahre alt. Das ist mein Weg zur Fachfraubetreuung. Zuerst habe ich meine Ausbildung zur medizinischen Praxisassistentin gemacht. Anschliessend habe ich 2 Jahre im Ärztezentrum geschafft in Meierfeld. Mir hat der Beruf gefallen, aber ich habe gemerkt, es ist noch nicht ganz das, was ich gerne machen will. Ich wollte noch mehr mit Leuten arbeiten. Anschliessend habe ich ein Jahr Praktikum gemacht im Wohnheim Besch. Und das Praktikum HPZ ist die Voraussetzung, um anschliessend Fachfraubetreuung zum die Ausbildung zu machen. Nachher habe ich weiter die Ausbildung gemacht zur Fachfraubetreuung, also die verkürzte Ausbildung. Und die schliesse ich den Sommer ab. Dann habe ich schon bereits hier in die Ferne geschaut, was könnte ich nach meiner Ausbildung weitermachen. Jetzt habe ich die Aufnahmeprüfung schon gemacht zur Sozialpädagoge, aber es ist noch offen, wo ich es weitermache. Jetzt geht es weiter. Wir möchten euch noch gerne Fachfrau Betreuung vorstellen, was da alles dazugehört. Fachfrau, Fachmann, Betreuung. Es gibt 3 Bereiche, wo man überall wo man die Ausbildung machen kann. Der Kinderbereich, dann der Betagtenbereich im Altersheim und der Behindertenbereich. Der Behindertenbereich kann man die Ausbildung im HPZ machen. Genau, es gibt 2 verschiedene Varianten von der Ausbildung. Es gibt einmal die 3-jährige mit 2 Schultagen. Und 25 Tage ÜKAS. ÜKAS sind überbetriebliche Kurs. Dann gibt es die 2-jährige verkürzte Ausbildung mit einem Schultag und 16 ÜKAS. Die Schule ist in Rienig im Kusterhof und die Schulfächer sind Begleiterbetreuung im Alltag, Kommunikation und Zusammenarbeit, Teamfähigkeit, Mensch und Entwicklung. Für die Fächer muss man ziemlich viel lernen und ja, es gibt meistens einmal in der Woche 2 Prüfungen. Ja. Ich möchte euch noch gerne etwas zu der ÜKAS sagen. Das sind die überbetrieblichen Kurse. Die finden an Oden statt, also in St. Gallen. Und da tut man das theoretische Wissen praktisch umsetzen. Zum Beispiel mit Bewegungsübungen. Wir haben schon getöpfert. Oder auch Selbstverteidigungskurs. Denn eben wichtig ist, dass man eben grosse Motivation hat, weil man muss die Freizeit und das Lernen unter einen Hut bringen. Jetzt geht es weiter zu den Videos, also theoretisch ein praktisches Lernziel, das man dann umsetzen in der Werkstatt und im Wohnbereich. Jetzt kommt ein Video.
Es kommt ein Video mit einem Bewohner, und zwar wohne ich mit im Spiel. Als Fabi spielt man auch immer wieder mit den Bewohnern oder macht gewisse Sachen im Alltag und ja. Hanni. Du hast schon viel an. Genau, da legt er ja das 3 und ich mache ihn jetzt gleich aufmerksam, dass es nicht stimmt, weil es meine Aufgabe ist, ja, dass ich einfach sein logisches Denken anrege und ja. 2. Da sehe ich mal eigentlich, dass er es ganz gut verstanden hat und nur logisch gedacht hat, weil anstatt dass er jetzt einen Zweier genommen hat, hat er gleich einen Skipper genommen. Ja, jetzt komme ich wieder und erkläre ihm oder sage einfach laut, wie viele Karten ich nehme, damit auch er mich versteht. Und ja, und es ist auch immer wieder wichtig, wenn man mit einem Bewohner spielt, dass man ihm einfach erklärt, was man dort gerade macht, damit er es auch so wie mir versteht. Fast 2, 3, 4, 5. Du bist. Genau, das wäre es eigentlich gewesen. Jetzt kommt ein anderes Video. Und zwar vor Pflege. Und dort lege ich jemandem einen Stützstrumpf an zur Vorbeugung von einer Thrombose, weil die Person immer Schmerzen hat. Auf dem Video ist es jetzt meine Arbeitskollegin gesehen. Ja, und als Fabi hat man halt auch, vor allem im Wohnen, nicht im Bereich Werkstatt, aber ich bin ja im Wohnen, dort hat man auch immer wieder Pflegesituationen, wie so Sachen, die ich jetzt da gerade mache. Dann den Stützstrumpf anlegen. Genau, es ist auch einfach wichtig, wenn man es macht, dass man der Person auch gleich alles erklärt, damit sie sich wohlfühlt, weil man auch in Körperkontakt kommt und ja, dass sie weiß, was genau passiert. Das, was man dort sagt, nimmt man Anzüchungshilfe. Es geht dann einfach besser, um den Stützstrumpf über den Zeh haben. Weil ohne es würde es extrem schwer gehen und noch viel länger gehen, wie es jetzt schon geht. Ja. Stützstrumpf. So. So. Sind wir gerade rausgekommen, aber es kommt gerade. Okay. Und dann jetzt wird das Klitzel haben. So. Genau, da schaue ich sie nochmal an, um mich zu versichern, ob alles gut für sie ist. Und ich frage sie nicht nur, sondern schaue auf ihre Mimik und Gestik, damit ich mich einfach versichere, dass es für sie so passt, wenn ich es gerade mache. Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Jetzt kommt Fabian mit einem anderen Video. Das nächste Video geht um eine Pflegesituation, also wie man alles vorbereitet, dass man nachher Pflege starten kann. So, jetzt haben wir noch eine Pflegesituation. Da müssen wir immer zuerst den Kittel anlegen, den grünen, den grünen. Das ist so ein Kleiderschutz. Dann müssen wir hier die Waschschüssel parat machen.
da hat jeder Bewohner, hat, also Klient, hat die eigene Waschschüssel. Wichtig ist, dass man immer hinschauen hat, damit es hygienisch ist. Dann tue ich hier Wasser rein. Ich gebe das Gauwandwasser, wenn man im Kinderbereich wäscht. Und dann die Pflege anschließen. Dann soll man das Waschpapier durch den Handrücken messen. Dann bekomme ich die Waschschüssel. Jeder Bewohner hat eine eigene Waschschüssel. Darf man die im Zimmer parat machen. Dann die älteren Bewohner, also die Klienten, die wir haben, haben wir so ein Tischchen, das wir alles bereit machen. Wichtig ist noch, dass man hier da das Kistchen her tut. Da hat es auch Waschlappen und Salben dabei. Und dann müssen wir noch Handtücher haben. Wir haben hier eine Karte mit ganz verschiedenen Handtüchern. Dann kommen wir hier zum Gesicht waschen. Immer alles neu Waschlappen nehmen, Türchen. Dann zum Trocknen. Und da haben wir noch an für den Intimbereich. Dann darf man im Zimmer alles bereit machen. Anschließend die Türen auch schon ins Wasser, dass sie nass sind. Dann haben wir Pflegeschaum. Wichtig noch alles trennen. Und zum Abrunden darf man dann ja alles einkriegen. Hier im Wohnheim Beschaff haben wir einen Stock, wo ältere Leute sind. Und die brauchen hier mehr Pflege. Bei den anderen leiten wir es noch anleiten. Beim nächsten Video sehen wir noch einen Bewohner, der ich unterstützen tue, zum Zähneputzen, der schon älter ist und schon besser Demenz erkrankt ist. Reno? Ja? Wir wollen zulassen. Auf seine Schulter, dass er weiß, dass ich da bin und dass er weiß, was man jetzt als nächstes macht, also Zähneputzen. Kannst du jetzt Zähne putzen, gell? Ja. Kann ich dir helfen? Genau, mit Zahnpasta öffnen. Du kannst sie drauf tun. Genau, gut, wasch es. Und von ja, schau mal, wir tun noch das alles aussieht. Kannst du hier, schau, die hier kannst du noch oben herlegen, kommen ein Wasser einfüllen. Die hier drin, kannst du gerade hier oben herlegen, doch? Durch mein Handzeichen und den Blickkontakt weiß er, dass er oben alles heranlegen muss. Und das ist die Routine, dass er weiß, dass er anschliessend Wasser im Becher tun kann. Auf ihn tun. Ja, genau. Mhm. Dann kannst du hier noch Wasser rein tun im Becher. Noch ein paar, ja. Mhm. Genau. Also, ja. Ja, so lange. Ja, kannst du Zähne putzen, Rino? Ja. Genau, ganz sauber. Ja, gut machst du es, Rino. Genau, die untere Zähne. Mhm. Wunderbar. Rino? Ja? Wir mal zu. Wichtig ist, dass man der Bewohner-Klient immer lobt, was er macht. Und am Abend tun wir den einen Klienten immer nach dem Zähneputzen, halt hier weg, Karies gefahren. Jetzt geht es weiter zu den Werkstätten und die haben aber jetzt andere Videos. Am Arbeitsplatz ist es meine Aufgabe, die betreuten Mitarbeiter zu beschäftigen. Manchmal sind die Arbeiter vorgegeben und manchmal sind sie nach den Wünschen der betreuten Mitarbeiter. So, was machen wir? So eins. Da gebe ich ihr gerade ein Beispiel, was wir machen, damit sie Orientierung hat. Ist das gut? So eins. Für Muttertag. Für Muttertag. Du hast ja die Farbe ausgesucht. Da zeige ich ihr die Farbe, die sie ausgesucht hat, damit sie merkt, dass ich sie ernst genommen habe und dass sie die selber entschieden hat. Weiss. Weiss. Und? Ja. Das? Wie war das? Verstanden? Und blau. Blau. Und? Violett. Violett.
Kannst du das einmal nehmen? Nein. Und dann machen wir. Dann machen wir eine Kugel machen. Dort kann ich sie eine Form machen und sie tut es nachmachen. Und das gibt ihr eine Sicherheit. Das tun wir jetzt glatt trocken, Johanna. Nein, wie nicht. Genau. Hat das ein Kleid? Nein. Schauen wir mal, ob das aufpasst. Ja. Kannst du ausstehen? Das ist ein Kleid. Da mal so wackeln mit dem Förmchen. Johanna? Da sage ich ihr, sie soll einmal wackeln und dass sie es selber ausprobieren kann. Und sie macht es. Und sie merkt, dass sie es selber kann. Genau. Und dann kannst du da einfach das wegziehen. Dann hast du ein Herzchen. Wir. Soll ich das? Schau. Dort zeige ich ihr das ausgestochene Fimo-Herz. Einfach zum zeigen, was sie selber herstellen kann. Ein Herz? Ein Herzchen. Das hast du so gut gemacht, Johanna. Schau mal, so gut. Dort kann ich sie loben, um ihren Selbstwert zu stärken. Ja. Manchmal ist es in der Beschäftigung 1:1 Betreuung, aber manchmal ist es so in der Gruppe. Niki! Diese Methode habe ich vom ÜK, von der überbetrieblichen Kurs, mitgenommen und das jetzt einmal in der Woche bei uns umsetzen. Was kann man mit dem Kopf machen? Da frage ich ihn, was er mit dem Kopf machen kann, einfach um ihn mit einzubeziehen. Und ihn entscheiden zu lassen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Johanna, los! Da kann ich sie aufmerksam machen, damit sie mitmacht. Nein, danke. Was macht Johanna mit den Händen? Oh, also! Da gebe ich ihr meine Hand, um sie zu stützen. Und ihr so Sicherheit zu geben. Michael, mit dabei. Und auf. Marschere. 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 Hopp. Genau, da ist jetzt darum gegangen, dass die betreuten Mitarbeiter beweglich bleiben und sie ihre eigenen Körperteile benennen können. Beim nächsten Video, beim Tanz, geht es darum, dass sie den Gehörsinn sensibilisieren, stehen bleiben können und sich aber auch wieder darauf einlassen kann. Aha. Ja, da hat es jetzt noch gestoppt und ich habe geschaut, ob sie stehen bleiben. Johanna, das mit der Käse. Da mache ich sie auch wieder aufmerksam, dass sie mitmacht. Super! Meine Aufgabe ist da, um die betreuten Mitarbeiter zu beobachten, ob sie aktiv sind und sie zu motivieren. Diese Methode ist wichtig für die betreuten Mitarbeiter, dass sie lernen, sich auf die Gruppe einzulassen, zum Mitmachen und Gemeinsamkeit zu stärken. Und jetzt geht es weiter mit Dominik. Jetzt haben wir eine Filmsequenz, die bei mir eine Alltagssituation zeigen tut, wo ich einen Klienten unterstütze, dass seine Mobilität und Körperhaltung fördert. Genau, da kann man sehen, dass ich ihn verbal angeleitet habe, zum selber aufstehen, einfach mit Hilfe vom Tisch. Ja,
Da kann man sehen, dass ich einen Unterstützer da mit meinen beiden Händen und das verleiht ihm Sicherheit. Alles gut. Ich halte dich, oder? Ja. Lauf. Super Lauf. Tipptopp. Schön. Was? Jetzt ist gut. Da hat man gut gesehen, dass wir ihn gelobt haben, dass er sich sehr gefreut hat und motiviert war. Was machen? Weißt du das? Machen. In dieser Situation habe ich ihn sehr einbezogen, indem ich gefragt habe, was er jetzt machen muss bei einer geschlossenen Tür. Und er hat mir geantwortet, Tür öffnen und es selbstständig gemacht. Tür öffnen, genau, super. Jetzt geht er für das Treffen, um Klienten zu nehmen. Genau. Und ich habe immer alles verbal begleitet, damit er Sicherheit hat. Und weil er seine Augen-Hand-Koordination nicht so ausprägt ist, hat er sich immer wohl gefühlt, also das Treppengeländer zu heben. Jetzt gehen wir mal wieder ab. Gut. Nehmt ihr mal schnell. Schon drüber. Ja. Jetzt ist der Kamera noch nicht da. So, warte. So. Schön laufen. Ja, einlaufen. Ganz langsam. Ja. Genau, super. Bitte. Genau da habe ich so wieder verbal angeleitet, damit wir in den Gruppenraum zurückgehen und die Tür normal schliessen können. So, in den Mund drüber schnell und die Tür zu machen, oder? Am Schluss habe ich ihn gelobt und habe somit die Filmsequenz abgeschlossen, was sehr wichtig für ihn ist. Das nächste Video, das wir euch zeigen, ist nochmal eine weitere Möglichkeit zum Aktivieren von der Körperhaltung, Mobilität und Muskulatur. Mit dem Tisch, ja. Zugstockung. Da kann man sagen, wenn ich sie anleite und noch einen Blickkontakt trete und noch mit dem Finger drauf zeigt, wo wir hingehen, das verleiht ihre Sicherheit. Eins, zwei, auf. Genau, da sagen wir jetzt, dass ich sie anleitet, dort zum richtig in das sogenannte Stehbrett, wo zur Unterstützung von der Körperhaltung ist. Super. Hey. Genau. Chiara, dein Fuß ist da. Mein rechter da. Hinter dir. Genau, da sagen wir jetzt, wie sie komplett mit dem Stehbrett eingespannt ist, dass ihre Muskulatur und Mobilität unterstützt wird. Das macht sie einmal täglich, eine Stunde lang. Mauer. So, ist da ich. Ja, da ich. Okay. Genau, da sagt man ganz gut, dass sie durch Handführung von mir ihr erklären, wie man die Arbeit ausführen dort und was sitzt da hat. Nimm schon. Das ist euch. Super! Da ist schon ganz schön zum Beobachten, dass sie es geschafft hat, allein, und ich sie gelobt habe und sie sehr, sehr froh hat. Nochmal, ja, nimmst du nochmal einen.
da sagt man auch noch, dass sie sehr gerne die 1-zu-1-Betreuung geniesst, also außerhalb der Gruppe. Und das gefällt ihr sehr. Warte. Aber du musst da schauen. Ja, schau mal, du musst schauen, was sie nicht tust. Ja. Super! So, jetzt haben wir hier ein paar Videos gesehen von den Werkstätten und von den Wohnheimen. Jetzt haben wir einen Unterschied gesehen, dass es im Wohnheim eher mit dem pflegerischen Sohn hergeht und in den Werkstätten eher die Beschäftigung. Und jetzt erkläre ich euch noch, was die Voraussetzungen für den Beruf ist, dass man ausüben kann. Also man muss sehr flexibel sein in dem Beruf, weil es ist kein Tag wie jeder andere. Es kann Notfall passieren oder sonst etwas. Man muss sehr belastbar sein, weil eben körperlich und psychisch. Man muss teamfähig sein, dass man sich auf die anderen verlassen kann im Team, aber auf sich selber verlassen kann. Man muss einen obligatorischen Schulabschluss haben, mit guten Leistungen. Man muss auch Geduld haben, weil es kann nicht alles immer schnell gehen, sondern man muss geduldig sein und ein sehr gutes Einfühlungsvermögen haben, dass man sich die andere Person einversetzen kann. Und sonst, wenn ihr noch weitere Voraussetzungen anschauen wollt, gibt es eine Homepage, Savoir Social, da kann man es noch besser nachschauen. So, das wäre es jetzt gewesen. Jetzt hätten wir noch Zeit für Ihre Fragen zu beantworten. Okay, ihr habt Fragen vorbereitet, die dürft ihr uns jetzt gern stellen und wir würden sie beantworten. Wir zeigen euch da gern, was es für Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Das könnt ihr auch wieder auf der Homepage Savoir Social. Da ist der Beruf Fachpersonenbetreuung. Und da gibt es dann hier Weiterbildungsmöglichkeiten. Und je nachdem, für welchen Schwerpunkt man sich interessiert, gibt es unterschiedliche Berufsmöglichkeiten. Wir haben vorhin gehört, dass die Fabienne sich für die Sozialpädagogik schon entschieden hat und auch die Aufnahmeprüfung bestanden. Aber es gibt auch Arbeitsagogik. Es gibt Integrationsmanagement. Es gibt sehr viele unterschiedliche Ausrichtungen. Und da könnt ihr dann zu jedem Beruf das nochmal spezifisch nachlesen. Achso. Die Berufsschule ist in Rheinig, in der Schweiz. Ja, verschiedenes, hauptsächlich, wie man eigentlich mit den Leuten umgeht, was es so für Behinderungen gibt, ja, soziale Sachen. In meiner Lehre habe ich zum Beispiel auch noch Allgemeinbildung, was ich aber nicht habe, weil es hat man in jeder Lehre eigentlich, außer in der Zweijährigen. Und beim Arbeiten tut man sich halt weiterentwickeln. Und ja, lernt halt immer mehr auf den Bewohner einzugehen, wenn man mit so einem Menschen umgeht. Und gerade bei einer Frage ist es manchmal schwierig mit den Bewohnern. Am Anfang ist es vielleicht noch schwierig, wenn eine Situation kommt, die Herausforderung sagt. Aber in diesen Lehrjahren lernt man einfach immer mehr damit umzugehen. Und weiß dann, wie man reagiert und hat auch Sicherheit. Gibt es Nachtschichten? Es ist so, die, die ausbildig sind, die dürfen keine Nachtschichten machen. Aber ich und Tano haben jetzt einmal zugeschaut. Also im Wohnheim B ist es jetzt so, dass man um Viertel vor 10 Uhr am Abend kommt, bis am Morgen um 6 Uhr. Aber da muss man eben ausgelernt sein.
ein typischer Arbeitstag? Also ihr Werkstatt ist anders, das können Sie denn sagen. Bei mir und der Fabian ist es so immer unterschiedlich, weil man unterschiedliche Arbeitszeiten hat. Manchmal hat man Frühdienst und manchmal Sportdienst. Im Frühdienst ist es so, dass man eigentlich Bewohner aufweckt, zum Teil ihnen hilft bei der Pflege, mit ihnen isst und sie dann auf den Bus und zum Schaffen begleitet. Und dann macht man sonst noch Sachen, zum Beispiel einkaufen gehen und so. Dann kommen sie zurück und am Nachmittag ist es eher so, nach der Arbeit, dass man mit ihnen Sachen macht, wie spielen, singen, dass man sie auch mit einbezieht im Kochen. Und am Wochenende ist es eigentlich ganz anders, weil man den Ausflug macht und ja, man geht vielleicht auch mal an den See mit ihnen, man geht, jetzt ist gerade Corona, aber sonst ist man auch zum Beispiel mal aufs Schiff gegangen oder so, Sachen machen gegangen. Genau, in der Werkstätte ist es ein bisschen anders. Dort fängt man morgen an, hat mit dem Team Morgenbesprechung, was am Tag so läuft, ob es wichtige Informationen gibt. Dann um 7:45 kommen dann etwa die betreuten Mitarbeiter. Ja, und dann fängt man an zu arbeiten. Dann hat es Pause, dann wieder arbeiten. Ja, und es ist dann eigentlich. Und wir haben natürlich geregelt die Arbeitszeiten vom Morgen vom 7:15 bis um 4 Uhr und arbeiten vom Montag bis zum Freitag. Also in meiner Gruppe sind wir zu dritt als Betreuer und haben 7 Betreute. Bei uns sind wir, also Bewohner sind 12 und Mitarbeiter sind wir auch so 12, 13. Lieber je nach Schicht braucht man recht viele Leute und die eine bei uns macht aber nur Nachtdienst. Bei uns hat es 4 betreute Mitarbeiter und 3 Betreuer oder Betreuerinnen, die so aufgeteilt sind. Ihr habt da noch gefragt, kann ich während meiner Ausbildung in verschiedenen Abteilungen des HPZ arbeiten? Bei uns ist es so geregelt, dass man während der Ausbildung immer in der gleichen Abteilung am gleichen Ort ist. Aber es gibt ja Lernziele, auch in der Praxis. Und je nach Lernziel kann es auch sein, dass man vielleicht einmal, wenn man im Werkstättebereich arbeitet und ein Ziel im Bereich Pflege hat, dass es da Kooperationen mit dem Wohnen gibt. Aber man ist schwerpunktmäßig in einer Abteilung angestellt. Dann habt ihr da gefragt, wann kann man sich bewerben? Bei uns ist es so, im Bereich Werkstätten bieten wir nur die verkürzte FABI-Ausbildung an. Das heißt, man muss entweder schon mal einen Beruf erlernt haben, damit man die Voraussetzungen erfüllt, für FABI verkürzt. Ebenso ist es verpflichtend, dass man ein Jahr Praktikum macht im Bereich Werkstätte und erst dann ist eine Ausbildung möglich. Im Bereich Wohnen ist auch das Praktikum Pflicht und da ist es auch je nachdem, ob man eine dreijährige oder eine verkürzte Ausbildung macht, sind die Zugangsvoraussetzungen unterschiedlich. Genau, da steht, ihr sucht ihr jedes Jahr Lehrstellen. Eben, wir geben die Lehrstellen an Praktikanten, die bei uns arbeiten und wir sehen dann im Laufe vom Praktikum, wer erfüllt die Voraussetzungen für den Beruf und die Personen, die kriegen dann auch die Lehrstelle. Genau, da ist noch die Frage, eben die Kosten von der Zugfahrt. Da machen wir ein bisschen einen Unterschied, wenn jemand eine dreijährige Ausbildung macht, da sind die Löhne auch ein bisschen anders, da werden die Zugkosten bezahlt. In einer verkürzten Ausbildung, die zweijährige, da sind die Löhne ein bisschen höher und da zahlen die Lernenden die Zugkosten selbst. Für Schulbücher oder so kann man auch
Geld über vom Wohnheim oder von der Werkstatt. Die Löhne sind vorgegeben, das kann ich euch sagen. Moment. Genau, Savoie Social, das ist der Dachverband von der sozialen Berufe. Und wenn man die dreijährige Lehre macht, dann hat man im ersten Lehrjahr 770 Franken, im zweiten 970 und im dritten 1290 Franken. Und bei der verkürzten Ausbildung, da geht man beim 100% Pensum vom Lohn von 3700 Franken aus. Und je nach Anstellungsbedingungen kann das dann ein bisschen weiter. Der Unterschied zwischen der zweijährigen und der dreijährigen Lehre ist eigentlich eine zweijährige Lehre. Hat man schon eine Ausbildung gemacht? Oder man ist. Ja, oder man hat Allgemeinbildung nachgeholt und ist schon 22 Jahre alt. Die dreijährige Lehre ist einfach die normale Lehre. Und der Unterschied ist eigentlich, es ist eigentlich das Gleiche, man lernt das Gleiche und ist noch gleich ausgebildet. Und wie entschieden wird, in welchem Bereich, ich denke, es kommt darauf an, wo man sich bewerbt. Ich habe mich im Wohnen beworben und habe noch dort noch gearbeitet. Genau, zu der Kleiderordnung. In dem Sinn gibt es jetzt nicht eine spezielle Kleiderordnung, aber man muss sich bewusst sein, dass man Vorbild ist für die betreuten Mitarbeiter und schon anständig angelegt sein. Also jetzt nicht Spaghetti-Träger und Hotpants. Ja. Den süßen Wohnbereich, da ist eigentlich schon viel. Wenn man geschaffen kommt, eben wie die Punkte, die Chiara gesehen hat, sind wichtig. Und bei Pflege haben wir einfach einen Pflegeschutz, dass Kleider uns wie geschont werden. Gut, dann haben wir alle Fragen von euch beantwortet. Die Zeit ist auch vorbei, es ist 9.45 Uhr. Wir möchten uns recht herzlich für euer Interesse bedanken. Und? Unser Beruf ist ein abwechslungsreicher Beruf und wir würden uns freuen, wenn ihr zu uns schnuppern könnt. Schauen, checken, ausprobieren. Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, wir hoffen, der heutige Livestream hat euch gefallen und wir haben euch bei eurer Berufswahlvorbereitung unterstützen können. Ihr habt heute Einblick in einen spannenden Lehrberuf bekommen und wertvolle Informationen aus erster Hand erfahren. Nutzen die Informationen für eure weitere Berufswahlvorbereitung. Wir wünschen euch viel Erfolg und alles Gute.